thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Bad Boys Ride or Die oder Bad Boys 4, wenn ihr so wollt. Ja, in diesem Film geht es um Captain Howard. Denn nach seinem Tod hat sich sehr viel verändert im Miami Police Department. Und ja, ein paar sehr böse Spießgesellen wollen Captain Howards Namen beschmutzen und ihn eines Verbrechens bezichtigen, was er nicht begangen hat. Aber, tja, haben sie nicht die Rechnung mit Mike und Markus gemacht, denn ja, die sind vollkommen von der Unschuld überzeugt und ja, nehmen da so ihre eigenen Ermittlungen auf und geraten da selber ins Kreuzfeuer, denn sie werden auch bezichtigt, mit da drin zu stecken. Was sie brauchen, nicht nur Hilfe von einigen Freunden sondern auch von jemandem, der ihnen nicht so gut gesonnen war. Und mit diesem Team versuchen sie halt das Verbrechen aufzuklären und die Verbrecher halt zur Strecke zu bringen. Ja, so kann man das ungefähr beschreiben. Ja, Bad Boys Ride or Die ist für mich hundertprozentiger Fanservice. Also man kriegt genau das, was man gerne haben möchte, obwohl sich der Film ein bisschen mehr an... Bad Boys 1 und 2 orientiert und weniger an Bad Boys 3, was dem Film aber sehr gut tut. Denn ähm, ja, man hat jetzt ja nicht so viele Sachen, wie zum Beispiel Spoiler-Alarm für die Leute, die Bad Boys 3 noch nicht gesehen haben. Da gab es ja diese Szene, wo man ja dachte, dass ähm, jemand gestorben ist, der dann aber doch nicht gestorben ist und solche Sachen. Darauf hat man jetzt hier komplett verzichtet auf diese, mal eben kurz versuchen, irgendwas vorzutäuschen, was dann hinterher dann doch nicht da ist. Hat man glücklicherweise komplett verzichtet. Was man aber geschafft hat, obwohl es der vierte Teil dieser Reihe ist, hat man immer noch einen riesen Spaß mit dem Team, mit den beiden und so weiter. Da hat man wirklich sehr viel einfach richtig gemacht. Man, die haben immer noch ihre Sprüche drauf, die haben immer noch diese Chemie zusammen und das passt da alles hundertprozentig rein und dafür geht man auch in diesen Film rein. Man möchte einfach wissen, wie sich diese beiden Cops da wieder gegenseitig ihre Sprüche drücken und wie sie sich dann doch wieder gegenseitig aus der Patsche helfen. Da hat man wirklich alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Auch die Optik des Films ist wirklich sehr gut geraten. Man hat wirklich keine übertriebenen CGI-Sachen oder so, sondern es ist wirklich ein geerdeter Film mit einer tollen realistischen Optik, wie man das gerne haben möchte. Und wie es diesem Film auch einfach gut tut, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und man hat auch ein paar, ja, zusätzlich zu den Schurken auch ein paar andere Charaktere eingeführt, die jetzt aber jetzt nicht so spannend sind, sage ich jetzt mal. Die sind einfach da, die sind jetzt aber nicht so spannend und ähm, ja, deswegen erwähne ich die jetzt auch nicht, um da jetzt auch irgendwelche Spoiler vorzubeugen. Was man auch an diesem Film einfach gut gemacht hat, man hat wirklich es geschafft, einfach diese Filmreihe frisch zu halten. Also ich kenne Filme, da zum Beispiel Terminator ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die ersten beiden Teile super. Vor allem der zweite Teil einfach top. Und dann ist die Reihe da so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen abgeschwächt und abgeflacht und ja, manche Sachen sind ja auch komplett gefloppt. Aber hier hat man es selbst noch nach dem vierten Teil geschafft, einfach das frisch zu halten, das Franchise, neue Charaktere reinzubringen, alte Charaktere reinzubringen, dies, das und so. Und das ist wirklich richtig gut gewesen. Was jetzt so ein bisschen optisch nicht so gut, beziehungsweise jetzt nicht so gut war, das ist jetzt äh, Tasha Smith, die spielt jetzt die Ehefrau von Marcus, also Theresa. Die kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Daddy's Little Girl oder, oder Empire, die Fernsehserie. Also, jetzt nichts Weltbewegendes, warum man die da auch reingepackt hat. Ich verstehe es nicht. Und ja, die war jetzt nicht so der Renner gewesen. Aber glücklicherweise hatte sie auch jetzt nicht so viel Screentime gehabt. Ja. Also, ich muss sagen, das ist wirklich hundertprozentiger Fanservice. Also, wer Bad Boys mochte, wird auch diesen Film mögen. Vielleicht diesen Film sogar noch besser als Teil 3. Wer Bad Boys vorher nicht mochte, der wird auch diesen Teil nicht mögen. Das kann man ganz einfach so zusammenfassen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, Bad Boys. Ride or Die oder Bad Boys 4, wie ihr so möchtet, ist einfach genau das, was man sich erwartet. Eine kurzweilige Actionkomödie mit zwei durchgeknallten Polizisten, die auch in ihrem Alter auch noch alle Register ziehen, die sie ziehen können. Und die wirklich immer noch geschafft haben, immer noch cool zu wirken, immer noch, immer noch ihre Sachen nach vorne bringen und alles. Also da hat man wirklich alles richtig gemacht. Man führt auch so ein bisschen hier und da mal einen neuen Charakter ein, mehr oder weniger interessant sind, aber alles in allem, das Gesamtpaket ist einfach stimmig. Es ist einfach Bad Boys, wie man es gerne sieht und wie man es immer gerne gesehen hat. Von daher gibt es da für mich eine klare Anguckempfehlung. Wie gesagt, äh, Tasha Smith, die ist jetzt, jetzt nicht so toll gewesen. Die hat mir jetzt da jetzt so gar nicht gefallen, aber das tut den Ganzen jetzt nicht wirklich einen Abbruch. Und somit gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil das einfach hundertprozentiger Fanservice ist. Der Film macht Spaß, der Film hat einfach tolle Schurken, der Film hat tolle Charaktere. Und so weiter und so fort. Und von daher ist das alles in sich stimmig. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.